Rocket! Seht euch das an! Es hat alles völlig zerkaut! Rocket, komm runter, das ist doch bloß eine Matrix. Ach ja, bloß eine Matrix? Sieh dir das an, Quill, wo soll ich die Teile herkriegen, um das zu reparieren? Die ist im Arsch. Ich hab doch gesagt, behaltet das Vieh nicht, aber wollte das irgendeiner hören? Nein, auf Rocket hören wir nicht. Wer ist Rocket? Bloß der, der das Schiff repariert. Ich verspreche dir, wir reparieren das so schnell wie möglich. So wie du uns versprochen hast, dass deine Freundin nachsichtig mit uns ist? Ah ja, okay. Hey, das ist nicht fair. Weißt du, was nicht fair ist, Quill? Dass ich anscheinend der Einzige bin, der hier einen Furz auf die Milano gibt. Hör zu. Wir müssen in Stock die Matrix reparieren. Ich kenne zum Glück jemanden auf Nowhere, der die Teile hat. Und der schraubt uns günstig den Nova-Tracker ab. Wir können das Kind nicht zurücklassen. Es hat sich seltsam verhalten. Das Lama-Ding hat die Kabel zerkaut, Drax. Wahrscheinlich war nur die Verbindung schlecht. Und wenn wir den Tracker entfernen, wird Corell uns die gesamte Nova-Core-Flotte auf den Hals hetzen. Gamora hat recht, wir haben es versprochen. Ich hab's versprochen. Finde heraus, wo Corell ist, dann bezahlen wir unsere Strafe. Ist das jetzt ein schlechter Witz? Auf die Weise müssen wir beim nächsten Job nicht befürchten, dass wir Nova an den Hacken haben. Ja, falls es einen nächsten Job gibt. Klingt, als hätte Groot das beißwütige Mistding unter Kontrolle. Es sollte besser nicht mehr herkommen und an meinem Schiff rumkauen. Oder ich... Ja? Mach es platt. Geh mir nicht auf den Schweif, Quill. Ich bin beschäftigt. Okay, okay. Ah, hier gibt's nichts Neues, ne? Wir haben auch nichts Neues. Versucht der Kauteufel da unten irgendwas anzukauen? Ich bin Groot. Gut, das sollte so bleiben. Ich denke nämlich, dass das vielleicht seine Nahrung ist, weißt du? Ich bin Groot. Ja, die Quarantänezone wäre ein Luxusbuffet für alle gewesen, die Kabel fressen. Wo ist Gamora eigentlich? Ist sie in ihrem Quartier? Das ist nicht Was Gamoras Quartier. Bist du auch stinkig wegen der Matrix? Ich denke über unsere letzte Mission nach. Schon klar. Endlich ein Sieg, aber nein, wir müssen unser Geld in Nova vorgeben. Ich betrachte Sacknaft 9 nicht als siegreiche Heldentat. Es war ein Erfolg, weil wir die Units haben, nicht weil es heldenhaft war. Hast du dasselbe nicht auch nach Zootopia gesagt? Nein, das war ein bisschen höher auf der Heldenskala. Ein Bankraub ist nicht heldenhaft. Ja, doch, durchaus. Banken sind böse. Hä, was? Diese Synchro, meine Ohren bluten. Was? Ich finde die super. Das ist genauso, wie wenn ich die Filme auf Deutsch gucken würde. Spiel erstmal selbst, was dir viel Spaß macht. Noch. Also, spielst du erstmal selbst. Ja, alles klar. Hau rein, Kami. Gamora, hast du... Was? Sind das Puppen? Oh. Ja. Nein. Ach, ist doch egal. Die Halas Hope ist im Teio-System. Koordinaten in der Konsole. Warte mal. Wait a minute. Lass mal okay, kurz über die... Okay, du hast mich überrascht. Ja. Einmal. Mach keine Gewohnheit daraus. Aha. Okay. Wieso hast du den Sichtschirm zugemacht? Das geht dich nichts an. Wirklich nicht? Klingt so, als würdest du irgendwas vor uns verbergen. Ja, das tue ich. Interessen ansprechen. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe alles gesehen. Hätte nicht gedacht, dass du Puppen sammelst. Was wäre denn, wenn ich sie sammle? Viele Leute haben Hobbys. Ja. Groot sammelt... Pflanzen. Rocket hat ein Faible für Bomben. Ja, ja. Und Drax hat viele sehr gefährlich aussehende Messer. Siehst du? Ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wahrscheinlich. Als ich klein war, habe ich auch Sachen gesammelt. Baseballkarten, Actionfiguren. Findest du Sammeln etwa kindisch? Nein, nein, nein. So habe ich das nicht gemeint. Ich zieh dich nur auf, Peter. Mir ist egal, was du darüber denkst. Ich behalte nur gern meine Hobbys für mich. Okay. Das Einzige, was mich stört an der Synchro, ist, dass die Wächter der Galaxie sagen. Die Zeit verrinnt, Peter.
Die könnten ruhig Guardians of the Galaxy sagen. Oh, da hat sich's wohl jemand anders überlegt. Wir bezahlen die Strafe, Rocket, ob es dir gefällt oder nicht. Okay. Ein Penny für deine Gedanken? Was ist ein Penny? Das ist Geld. Sowas wie Units. Eine Redensart. Heißt, ich will wissen, was du denkst. Wir brauchen unsere Units für das Nova-Korps, sonst riskieren wir... Drax. Sag mir einfach, was los ist. Mir wird bewusst, dass ich weniger weiß, als ich angenommen habe. Sacknarf 9 entsprach. Nicht meinen Erwartungen. Weil Lady Hellbender keine Riesin ist? In der Tat nicht. Das ist nur ein Teil, Peter Quill. Unterwegs zu ihr wurde mir klar, dass auch viele meiner Annahmen über dieses Team vorschnell waren. Tatsächlich. Die Attentäterin und der Nager. Hätten sie und der Baum nicht mit uns gekämpft, wären wir jetzt nicht mehr am Leben. Ich sag doch, das sind keine schlechten Leute, nur weil sie eine schlimme Vergangenheit hatten. Das Leben ist kompliziert, Drax. Die Dinge sind nie einfach. Auf K'Teth waren sie's. Eine liebevolle Familie und eine Sicherheit im Leben. Beides habe ich verloren. Du findest sie ganz bestimmt wieder. Das braucht nur ein bisschen Zeit. Ich würde mal gerne ein neues ausprobieren. Genau. Das hier. Oder das hier. Der Helm sieht ein bisschen dämlich aus. Ich nehme das. Heute kleiden wir uns so. Ist jemand da drin? Rocket? Was? Ich bin beschäftigt, Mann. Ist das meine Zahnbürste? Kommt man auch noch in die allerkleinsten Ritze. Oh, Rocket, bitte! Halt's noch ganz kurz zurück. Bin gleich fertig. Oh nein, Alter. Ist der Kühlschrank wieder offen? Echt jetzt? Rocket, siehst du auch nach dem Kühlschrank, wenn du schon dabei bist? Ich hab keine Zeit, ihn aufzufüllen. Ich hab gerade andere Prioritäten. Immer ist dieser Kühlschrank offen. Einfach immer. Gehen wir noch zu Groot. Oh. Wow, hübsch. Das ist ein netter kleiner Pferd. Ich bin Groot. Ja, soll mir besser vom Pelz bleiben. Du wolltest den Funk nicht kaputt fressen, oder? Sieht stabil genug aus. Meinst du, es fühlt sich da drin wohl? Ich bin Groot. Okay. Alles klar, schrei nicht so rum. Okay, was haben wir hier? Achso, das ist das. Bestimmt hat Groot eine volle, samtige Stimme. Schade. Dass man den Übersetzer nicht umbauen kann, dann könnte ich mich endlich mal mit Groot unterhalten. Ich bin gut. Ich bin Groot. Wir könnten schon halb auf Nowhere sein. Nur einige Umdrehungen davon entfernt, den verflagten Nova-Tracker loszuwerden. Sehr verbittert? Ja, bin ich. Nach Nowhere zu gehen, ohne die Strafe zu bezahlen, würde noch mehr Ärger bringen. Das Nova-Corps will, dass du genau das glaubst. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg und reparieren die Milano. Okay, Corell, bald wirst du beeindruckt sein. Wahrscheinlich beobachtet Corell das Schiff und wartet, ob wir die richtige Entscheidung treffen. Der Rock. Nova Corps Außenposten. Scheint, deine Freundin hat ihren Teil des Deals erfüllt, Quill. Wissen wir denn sicher, dass sie das ist? Ich überprüfe das. Gleiche Kennung wie vorher. Das ist definitiv die Halas Hope. Schiff. Dreh dich ab, ist die Standardprozedur beim Nova Corps. Meinem Schiff geht's gut. Seit wann? Frau Quill, der Bruch landet ständig damit. Also dann, bezahlen wir die Strafe. Ja.
Okay. Ich hoffe fast, dass sie versuchen, uns zu verhaften, wenn wir die Strafe bezahlt haben. Warum? Ich bin noch nie von der Station geflohen. Ich dachte, Peters Deal umfasst auch unsere Haftbefehle. Zumindest hoffe ich das. Ah, hast wohl auch eine Akte, grünes Mädchen. Attentate sind kein legales Geschäftsmodell, soweit ich mich erinnere. Natürlich müssten sie beweisen, dass ich es war. Okay, man kann wieder mit Groot, aber man kann mit allen reden. Ja, gut. Dann reden wir erstmal mit Rock. Ich gebe hiermit zu Protokoll, dass ich nicht hier sein will und dass es ein Fehler ist, hier zu sein. Okay, alles klar. Protokoll angenommen. Wie geht's dem Lama? Rocket fängt sich wieder. Versuch einfach nichts anderes zu fressen, okay? Okay. Und Groot? Bereit zu bezahlen? Ich bin Groot. Sogar Groot weiß, dass du wegen Blaubeerkuchen hier bist. Warst du schon mal auf dem Rock? Ja, sieht aus wie jede andere Nova-Corps-Station. Okay. Das erinnert mich an meine Kapitulation bei den Behörden. Wie war das so? Befreiend. Alles klar. Dann gehen wir an Bord. Okay, es geht weiter. Wenn das Nova Corps auch nur den Lack angekratzt hat, verrechnen wir das mit unserer Strafe. Viel Glück dabei. Das ist grobe Verlässlichkeit. Fahrlässigkeit. Hab ich doch gesagt. Okay. Wo sind denn alle? Die meisten Nova-Stationen sind stark automatisiert. Alles synchronisiert vom Worldmind. Es ist beunruhigend. Sie hatten nach dem Krieg keine große Wahl. Zu viele Posten, zu wenig Personal. Kennzeichnung Milano. Verschoben in Lage 1. Bring gefälligst mein Schiff zurück! Zeigen Sie vor dem Abflug Ihre Beschlichtung. Welchen Parkschein? Konzentrieren wir uns auf die Strafe. Sie müssen das Tracker-Ding sowieso entfernen. Wenn auch nur ein Kratzer auf. Wenn da Kratzer sein sollten, poliere ich sie selbst weg. Das will ich sehen. Flag, ich wusste, ich hätte an Bord bleiben sollen. Okay. Natürlich, wie immer, suche ich mich erstmal um. Schaue ich mich erstmal um, ob ich wieder was finde. Ja, da ist doch was. Ich bin Groot. Wie soll ich das wissen? Frag den früheren Nova-Bullen. Was soll er fragen? Und ich habe nicht wirklich zum Nova-Corps gehört. Groot will wissen, warum es keine Patrouillenschiffe gibt. Der Rock ist nicht diese Art von Station. Aber ja, ein paar müssten schon da sein. Boah, was für ein riesiger Raumhafen. Also es sind kleinere Schiffe als die Milano. Oh, die Milano ist echt riesig im Gegensatz zu diesen Minischiffen hier. Okay, gehen wir rein. Was ist der Rock überhaupt für ein Name? Rein faktisch ist er korrekt. Okay, es sollte einfach nicht so leer sein. Was ist hier los? Ist heute ein Feiertag? Weltraumbullen haben keine Feiertage. Hallo? Ich bin Groot. Wir würden gerne eine Strafe bezahlen. Wir suchen Centurion Corell. Die Tür ist versperrt. Tja, wir haben es versucht. Kommt, wir gehen. Wir gehen nicht. Wir gehen zu ihnen, wenn wir müssen. Seht, die Türsteuerung ist auf der anderen Seite. Wir müssen dich nur hinbringen. Was? Soll ich jetzt etwa die Nova Corps Security hacken? Hey, wenn du denkst, dass du es nicht schaffst? Das war billig, Quill. Wir reden davon, in eine Nova-Corps-Anlage einzubrechen. Es ist kein Einbruch, wenn niemand da ist. Genau dann wäre ein Einbruch sinnvoll. Vielleicht machen alle einfach nur Pause? Ich bin Groot. Groot sagt, der Kiosk ist noch offen. Ich sage, das ist nicht unser Problem. Typisch. Wenn du mal einen Weltraumbullen brauchst, ist keiner da. Mir würde eine Empfangskraft reichen. Vielleicht müssen wir einfach warten, bis wir dran sind. Das bezweifle ich sehr. Hä, was jetzt? Hä? Muss ich hier irgendwas machen? Na, egal. Hä, was? Hey, Drax, gib mir bitte eine Dose Powerstar, ja? Mir gefällt das nicht. Wir müssen wirklich diese Tür aufkriegen. Hey, ich kann sie knacken, aber das Kontrollfeld ist da drüben und wir sitzen hier fest. Hast du die anderen Räume überprüft, Peter?
Nein, weil ich an dir festhänge. Strafe bezahlen und nicht erhöhen. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ach, Kacke. Oh, das ist immer so ein Stimmungskiller. Scheiß Bugs. Okay, es sollte einfach nicht so leer sein. Ist heute ein Feiertag? Weltraumbullen haben keine Feiertage. Hallo? Ich bin Groot. Wir würden gerne Strafe bezahlen. Wir suchen Centurion Corell. Die Tür ist versperrt. Tja, wir haben's versucht. Wir gehen. Wir gehen nicht. Wir gehen zu ihnen, wenn wir müssen. Seht, die Türsteuerung ist auf der anderen Seite. Wir müssen dich nur hinbringen. Was? Soll ich jetzt etwa die Novacore Security hacken? Hey, wenn du denkst, dass du's nicht schaffst? Das war billig, Quill. Wir reden davon, in eine Novacore-Anlage einzubrechen. Es ist kein Einbruch, wenn niemand da ist. Genau dann wäre ein Einbruch sinnvoll. Mhm. Okay. Kapitel 3. Kalor marschierte in Richtung der Nexus-Kommandozentrale, holte tief Luft und beschwor das Vault-Mind. Vault-Mind kommandierte er fordernd. Ah, Golden Force. Gurten sie sehnsuchtsvoll so ein Buch oder so, oder was? Golden Force, Kapitel 3. Ich habe noch nicht mal Kapitel 1 oder 2 gesehen. Ach, egal. Warte mal. Nein, das haben wir schon gehört. Wir sollen unsere Strafe bezahlen und nicht erhöhen. Das ist kein Einbruch. Wir sind besorgte Bürger. Vielleicht müssen wir einfach warten, bis wir dran sind. Das bezweifle ich sehr. Komisch. Was denn? Ich meine, außer dem Ganzen hier. Da ist nichts. Nicht mal ein Willkommensbildschirm. Er ist aber an, oder? Die sind immer an. Ständige Verbindung zum World Mind. Darum geht's ja. Der hier wurde getrennt. Hm. Okay. Ich bin Groot. Aber es gibt mir hier keine Anzeichen von Kampf. Wir müssen wirklich diese Tür aufkriegen. Hey, ich kann sie knacken, aber das Kontrollfeld ist da drüben und wir sitzen hier fest. Hast du die anderen Räume überprüft, Peter? Ja. Durstig, Großer? Diese Maschine scheint außer Betrieb zu sein. Vielleicht ist nur deine Geschmacksrichtung aus. Hey Drax, gib mir bitte eine Dose Powerstar, ja? Die Maschine ist außer Betrieb und ich verleihe grundsätzlich keine Units. Zurück, Zahn war nie die Rede. Okay. Ja, Rocket passt da durch. Okay, hier drin ist ein Luftschacht. Das könnte ein Zugang sein. Ja, könnte. Oder er führt runter in den Hangar. Okay, Drax, du weißt, was zu tun ist. Da darfst du nicht mich fragen. Was? Okay. Na dann, Rocket. Meinst du passt in diesen Schacht? Wenn du ihn aufkriegst, so dehnbar bin ich nicht. Hm. Groot? Kriegst du das hin, Groot? Ich bin Groot. Er macht es nicht. Denkst du schaffst das, Gamora? Echt jetzt? Hä, warum kann Drax den nicht hochheben? Muss ihn wohl irgendwie aufkriegen. Ah, guck mal, was da ist. Nice. Muss mich mal demnächst wieder verbessern. Vielleicht ist das ein Test, ob wir Respekt vor den bürokratischen Abläufen haben. Okay, Eilmeldung. Ich hab keinen. Und wenn Sie Ihr Geld wollen, sollten Sie sich beeilen und es nehmen. Hört ihr mich, Goldhelme? Ich könnte was Besseres mit diesen Units anfangen, als sie euch zu überlassen. Yep, ist versperrt. Danke für dein Vertrauen. Okay, aber wir müssen jetzt irgendwie... Vielleicht machen alle einfach nur Pause? Ich bin Groot. Groot sagt, der Kiosk ist noch offen. Ich sage, das ist nicht unser Problem. Okay. Was ist das? Ein Ticketauto. Wenn du mal einen Weltraumbullen brauchst, ist keiner da. Mir würde eine Empfangskraft reichen. So. Laut Monitor haben wir 9 Personen vor uns. Aber da ist niemand. Okay.
Jetzt muss ich überlegen. Ah, warte mal. Da, ein offener Luftschacht. Jetzt haben wir Novacore-Besitz beschädigt. Oh, nur ein bisschen. Okay, Rocket, sieh nach, ob dieser Schacht in den anderen Raum führt. Und sei vorsichtig. Also, den Plan mit dem Strafe bezahlen mag ich nach wie vor nicht. Aber das Rumspielen mit Novacore-Tech ist kein schlechter Ausgleich. Da stimmt was mit dem Stromnetz nicht. Alles läuft nur über Notstrom. Ich verbinde dich. Du weißt, was zu tun ist. Sag mir, welche Schaltkreise ich umschalten soll. Wir können den Strom nur begrenzt gleichzeitig umleiten. Ach, schon wieder. Okay, alles klar. Wir werden es rausfinden. Ich will gar nicht wissen, wie viele Monster wir verkaufen müssen, um diese Strafe zu bekommen. Bitte sehr, Kumpel. Gratis Limo. Ich werde unserer Liste von Vergehen nicht noch Diebstahl hinzufügen. Komm, ich kaufe trotzdem eins. Oh, jetzt kaputt. Ja, okay, ja, ich habe nur ein bisschen Spaß gemacht. Und die Tür ist offen. War nicht schlecht. Ich hab noch etwas mehr da. Was zum Schlag, Peter? Du hast gesagt, die Verbindung ist getrennt. Ich dachte, das hilft. Nein, hilft nicht. Ups. Sieh zu und lerne. Presto! Was, Tom? Ja, tada! Das ist genauso unklar. Die Tür ist offen. Warum sagst du das nicht einfach? Oh Mann. Es ist verdächtig still. Stimmt. Hey, Nova! Wir wollen eure Strafe bezahlen, damit ihr euren Dreckstracker von meinem Schiff nehmt. Psst. Hallo! Hallo! Holt euch euer Geld, ihr Goldhelm-Sessel-Pupser! Ich war gegen unser unerlaubtes Betreten. Das hilft uns nicht! Sagst du, ich hab jemanden gehört. Was ist das? Warte. Ach, da steht was. Hiermit sei die gesamte Station daran erinnert, dass private Pakete empfangen werden. Wir haben noch Units übrig, wenn die Strafe bezahlt ist. Schon, aber zu wenig für alles, was Spaß. Anscheinend war alles normal, als die Hallows Hope angekommen ist. Vielleicht sind sie dort. Ja, und küssen gemeinsam deine Ex den Hintern. Dazu müssten sie eine extrem lange Schlange bilden. Das ist ein Ding. Dein Mitgefühl ist unnötig. Hey, ich bin selbst ein Halbding. Vergessen? Nein. Da, hört ihr das? Hallo? Was hat uns verraten? Wer ist das denn? Hey, Strampelanzug. Du musst mich hier rausholen. Ich gehöre nicht in einen Käfig. Das sieht das Novacore anders. Dich hat keiner gefragt, Gruselauge. Wir sollten einem Verbrecher keine Beihilfe leisten. Warst du nicht ein Gefangener des Novacore? Ja, und ich habe meine Zeit abgesetzt. Wofür sitzt du ein? Was? Für nichts. Ein Fall von Identitätsverwechslung. Ach so. Wir haben mich für jemanden gehalten, dem alles egal. Ich mag ihn. Ich dich auch, Wiesel. Also, wie wär's, wenn ihr mir helft? Sucht nach einem Türöffner oder sowas. Sollen wir dem wirklich helfen? Es ist nicht unheimlich. Das große Spukhaus auf der Bani war unheimlich. Ich bin gleich wieder da. Ich will also nur ganz kurz... den Typen einfach verrotten? Wir sollten nicht dabei erwischt werden, wie wir einen Häftling befreien. Wir sitzen bei Nova schon tief genug in der Tinte. Peter Quill hat mit dem Novacore Centurion in Tinte gebadet? Zutrauen würde ich's ihm. 1, 2, 3, 4. Nein? Wir lassen den lieber nicht frei. Vielleicht hat ein Attentäter die Anlage infiltriert. Dieser Ort weckt ganz schön viele Erinnerungen. Hast du mal beim Novacore gedient, Peter Quill? Was? Nein, aber ich war mal bei so einer Gegenüberstellung. Oder eher zwei. Wie auch immer, auf dieser Seite der Scheibe ist es viel schöner. Was machst du da? Ich dachte, wenn wir schon da sind, könnte ich versuchen, ein paar knackige Nova-Geheimnisse zu lüften. Vielleicht haben sie sogar eine Spur von Gamoras blauerer Hälfte. Unwahrscheinlich. Wie bitte? Nichts. Mich beunruhigt da etwas. Abgesehen von allem anderen hier? Wenn die Station die Verbindung zum Worldmind verloren hat, würde Xander nicht jemanden zur Untersuchung schicken? Vielleicht ja Quills Freundin. Nein, die Hallows Hope sollte schon hier sein, weißt du noch? Ach, keine Ahnung. Vielleicht sind sie nur noch nicht da. Dieser Mann wurde verhaftet, als er sich in ein Bordell auf
Kondraxia als Nova-Korps-Soldat ausgab. Soweit ich das anhand seiner Uniform, falls man das so nennen kann. Ist vermerkt. Siehst du? Drax will die Strafe auch nicht bezahlen. Das habe ich nicht gesagt. Du verdrehst meine Worte. Hey, ich gebe dir recht, Großer. Ich sage, wir sollten von hier verschwinden. Sehe, hat er die Einzelheiten entweder illegal geplündert oder in zwielichten Andenkengeschäften gekauft. Der Rest scheint selbst hergestellt worden zu sein. Ach, der hat ja gar nichts Schlimmes gemacht. Jetzt durchaus ernst zu nehmen. Naja, jetzt muss ihn jemand anders durchaus ernst nehmen. Falls wir ihn zum letzten Mal gesehen haben. Na komm, wir lassen ihn raus. Wir sind ja auch ein bisschen so Gauner. Und wir haben Gauner-Ehre. Also gut, lassen wir ihn raus. Oh! Oh! Okay. Ups! Ich hab nichts gemacht. Ich wollte ihn nur frei lassen. Ja, wäre das nicht toll? Hey! Ach! Oh, hey! Was soll das? Ich habe Rechte! Oh, okay. So war das nicht geplant. Ich krieg hier langsam ein richtiges Spukhausgefühl. Aber das Gefühl wegzuwollen kriegst du nicht. Ach, Aufzug kaputt. Aber der Schacht darüber ist offen. So können wir raufklettern. Wir sollen auf dem Ding entlang gehen? Das hält mehr aus als uns fünf. Ah ja. Wartungs... Leiter, das war's. Mir reicht's. Ich habe es nicht einmal gesagt, sondern Quintrillionen Mal. Spring nicht in den Drecksaufzug. Was? Das ist jetzt schon die siebte Serviceanforderung. Die siebte! Ich werde eine offizielle Beschwerde an das Wortmind richten. Mal sehen, wie den hochnäsigen Korpssoldaten ein fetter Tadel in ihren Dienstakte gefällt. Da schließt man sich den Korps an und dann sowas. Unfassbar. Da ist jemand verärgert gewesen. Okay. Na gut, dann gehen wir mal rein, ne? Bitte fall nicht, bitte fall nicht. Joa. Oh! Er fällt, er fällt, er fällt! Okay, doch nicht. Okay, Kinderspiel. gruselig. Hallo? Okay. Warte mal. Geht die Tür hier auf? Es sah so aus. Ah, was ist das? Ah, nice. Es kann nicht sein, dass die ganze Station unbewohnt ist. Sie ist nicht unbewohnt. Sie wird von Robotern bewohnt. Mir ist es lieber so. Oh. Oh. Sollte man jetzt sehen, verschreckte Babys. Doch, hattest du. Sind das... Centurion-Rüstungen. Ja, probier ruhig mal eine an, Quill. Ein wahrer Krieger braucht keine Rüstung. Du würdest sowieso nicht reinpassen. Wer Rüstung trägt, rechnet mit dem Schatten. Wirklich? Kann ich eine anprobieren? Wenn du als Schleimpfütze enden willst, gern. Sie wurden alle vom Worldmind genetisch kodiert. Soll das heißen, dass Worldmind hat den genetischen Code jedes Nova-Centurions? Genau. Na toll. Jetzt sollen die Käfer versucht haben, das auszunutzen. Aber du kannst diesen Supercomputer nicht hacken. Glaub mir, ich hab's versucht. Mhm. Das sieht aus wie der einzige Weg nach vorne. Bist du blind? Ich lass mich doch nicht in zwei Hälften hacken, nur damit du deine Freundin stolz machen kannst. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Tür deine dünnen Knochen mehrfach bricht. Okay, warte mal. Kein Wunder, dass die Tür spinnt. Ja. Okay, hoffentlich hält das. Ja klar hält das. Warum hat die hier einen eigenen Raum? Sieht aus wie eine Werkstatt. Ich habe gehört, sie eloxieren die Dinger mit einem Smart-Metall von Xander. Metall kann nicht smart sein. Smarter als so mancher.
Okay, hier geht's weiter. Nicht so schnell, Rocket. Ich will mich hier noch umschauen. Was würde so ein Anzug wohl auf den Schwarzmarkt bringen? Denk nicht mal dran. Mach ich auch nicht. Ich frag ja nur. Okay. Wartungsleiter Dugar. An alle autorisierten Nova-Corps-Mitarbeiter. Anzüge, die 200.000 Units kosten, sind nicht zum Grillen von Choga Dogs. Für Stunts in der Schwerelosigkeit oder für Zielübungen gedacht. Sie sind keine Spielzeuge. Das Nova-Corp nimmt ja wirklich seine Arbeit ernst hier. Okay, wir verbessern uns mal. Meine Sachen herzustellen macht mehr Spaß, aber ich leide ja meine Pfote. Okay. Was können wir denn? Aufgeladener Schuss? Nein. Was ist das? Verbraucht weniger Ladung, wenn du mit den Elementarwaffen schießt. Das ist nicht schlecht. Maximale Schild erhöhen. Schildwiederherstellungstempo. Komponente finden. Lokalisiere durch Tracking, Feedback und zusätzliche Visu-Unterstützung. Die Komponente. Und voila! Finde ich schneller Komponente. Ich würde noch den aufgeladenen Schuss nehmen. Weniger Verbrauch, wenn du mit den Elementaren... Doch, das würde ich auch nehmen. Kleines Wunder hergestellt. Sehr schön. Und dann würde ich noch... Gleite kurzzeitig um ein Ziel herum, während du schießt. Ja, das ist auch nice. Ein glänzendes Upgrade aus bester Herstellung. Sehr gut. Übrigens, wegen meiner Gehaltserhöhung. Was für eine Gehaltserhöhung? Hinweise, zeig an, Herstellung. Die Hinweiston wird lauter, je näher du die Komponenten kommst. Ah, okay. Nice. Also dann hört man jetzt Töne, ja? Warte mal. Ob es hier noch einen gibt? Fertig werden. Gegen einen Millennianer habe ich nämlich schon mal gekämpft. Centurions sind härter. Ladestation. Sonst nichts? Ich will Einzelheiten. Nope. Okay. Dann gehen wir weiter. Noch mehr nichts. Es muss eine Erklärung dafür geben. Die Hallas Hope ist ein großes Schiff. Vielleicht sind sie alle aus irgendeinem Grund da. Oder vielleicht ist hier alles mit Wormir-Pocken verseucht. Ich verspüre bereits ein leichtes Jucken. Ja, und ich habe eine echte Nervensäge am Hals. Oh, dass sie sich immer zanken müssen. Los! Rocket, wirke deine Magie. Nein. Was? Ich sagte nein. Wann kommst du endlich zur Vernunft, Quill? Ich bin Groot. Und dann? Er wird uns durch die halbe Station zerren, wenn wir ihn lassen. Ja, genau. Rocket? Okay, nur noch einen Raum und wenn wir dort auch nichts finden, gehen wir. Deal. Okay, noch einen Raum. Nicht zwei, einen. Wow. Was ist das? Die Tür ist geflaggt. Hier geht's nicht zurück. Ich dachte, das Novakur hätte mehr Schiffe. Es heißt, sie kriegen kein Personal. Sagt wer? Leute. An Orten. Mit so anderen Leuten. Peter Quill. Das hier habe ich gefunden. Sektor 1, bitte kommen. Durchsuchung Sektor 1 abgeschlossen. 75% Annahmequote. Wie sie es versprochen hat. Habt Vertrauen. Das Versprechen wird Realität werden. Vorrücken zu Sektor 7. Mit Vertrauen.
Die gute Nachricht, wir sind nicht allein. Jede Menge Funkverkehr. Sag, ich will mein Schiff wieder. Mein Chef. Hör ich ein Aber? Naja, es klingt, als suchen sie irgendwas. Oder irgendjemanden. Vielleicht ist deshalb niemand hier. Dann sag ihnen, sie sollen ihre Goldpopos hier raufschaffen. Das Versprechen wird Realität werden. Vorrücken zu Sektor 7. Hallo? Ist das Ding an? Wir sind auf der Suche nach Centurion Corell. Wer ist wir? Wir sind die Wächter der Galaxie. Wir müssen bei Centurion Corell eine Strafe bezahlen. Hallo, Wächter der Galaxie. Ich würde mich sehr freuen, euch heute behilflich zu sein. Wo seid ihr gerade? Wir sind hier auf einer Art Überwachungsstation. Verstanden. Bleibt, wo ihr seid. Wir kommen zu euch. Und was sagen Sie? Sie kommen zu uns. Wurde auch langsam Zeit. Wo ist Centurion Corell? Habt Vertrauen. Sie ist im Moment nicht bei uns. Hä? Vertrauen? Echt jetzt? Sieht noch einer das violette Leuchten an den Jungs? Ich traue ihnen nicht. Gibt es einen Ausweichplan, sollten wir ihn jetzt umsetzen. Ich bin gut. Komm. Ihr werdet alles verstehen. Uns geht's gut soweit. Bestens, könnte man sagen. Wir lassen euch einfach mal in Ruhe und überweisen die Strafe. Alles in Ordnung. Oder wir machen so. Alles klar. Wir machen so. Okay. Bam, Junge. Ja. Wo ist meine Maus? Da. Let's go. Sehr gut. So wird das gemacht. Okay, die haben ein Schild. Das Schild kaputt. Okay. Groot, fesselt sie alle. Ja. Jawohl. Weil sie verrückt geworden sind. Aggressivität ist auf der beste Schuld. Granate. Entsichern und los. Und los. Sie sollten nur unsere Strafe bezahlen. Es scheint ihnen egal zu sein. Und noch einmal. Ehrenvoll. Nice. Das ist nicht gut für unsere Strafe. Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Wegen der verflagten Tür müssen wir den Weg nehmen, auf dem sie gekommen sind. Rechnet also mit mehr violetten Freaks. Ja, was war das überhaupt für ein merkwürdiges Leuchten? Hexenwerk. Wir? Lasst uns hoffen, dass es nicht ansteckend ist. Ein Virus? Hexenwerk natürlich, wie immer. Rocket, kennst du Infektionen, die so ein Leuchten hervorrufen? Blasenmilben lassen dich leuchten, aber... Lasst uns Corell suchen, sie weiß bestimmt, was hier los ist. Falls sie uns nicht umbringen will, wie der letzte Trupp. Niemals, nicht Corell. Hey, ich hab gar keine Maske an. Lol. Sieht aus wie ein Flug. Nein, Gott! Nicht Flug. Gut! Nova tötet Nova. Er hat gewonnen. Da ist deine Antwort. Oh Mann, das ist schlecht. Wir sind gleich gefeucht. Bitte nicht rumstehen und auf den Tod kommen. Keiner von uns hat wirklich eine Wahl. Okay. Was schön, dich zu kennen. Sie sind alle verrückt geworden. Komm schon, machen wir sie fertig, Jungs. Lass uns einfach überleben, bis Verstärkung eintritt. Komm her! Bam, bam, da! Warn mich nächstes Mal, wenn Toto so etwas macht. Ich wusste nur, dass ich es tun würde, sobald es vorbei ist. Na endlich, wird doch Zeit. Wisst ihr, was wir begonnen haben? Oh nein!
Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mich zu arg wieder auf die anderen konzentriert. Okay. Alle guten Dinge sind... zwei. Aber vielleicht macht er sie auch alleine fertig. Vielleicht muss ich gar nicht runterspringen. Okay. Drax! Auf sie, Großer! Los, wirf's drauf! Das war ein bisschen seltsam. Sieh sie dir doch an! Sie leuchten! Drax, schleudern! Ah ja. Treffer! Großer! 12 Uhr! Uhrzeit ist unerheblich! Ja! Jetzt! Ah, das ist wesentlich informativer! Wer sich widersetzt, muss getilgt werden! Okay. Bombe! Euch das zu eurer Materialien oder was auch immer! Und jetzt fangen! Und rein da! Alter, was ist das denn? Uah! Dieser schwebende Minentyp geht mir langsam auf den Geist. Du sagst es, erledigt mir den Kauf. Ah, der hat gar nichts verloren. Bleib weg von den Minen! Uah! Los, Groot, fang ihn! Und Gamora! Jetzt! Alter. Gamora hat die Ausrüstung des Großen sabotiert! Sehr gut! Oh, das war zu früh. Die ganze Station weiß jetzt, dass die Scheiße. Oh, Scheiße, er braucht hier schwierig. Ich helf dir! Ah, aua! Lasse ich mich nicht besiegen! Komm, mach ihn fertig! Ich bin bereit zu zerstören! Na dann los! Du bemühst dich, dein Gegner! Who the fuck, Alter? Kommt da noch einer? Ah! Was ist denn das? Ah. Okay. Komm jetzt her da! Los, schnapp ihn dir, Groot! Und tschüss. Ich hab diesen Psychosoldaten komplett zerlegt. Ja, so bringt man den Verlust bei. Wir gehen auf das Konto von Star-Lord. Meine Leuchtgabe wird zu wenig eingeschwert. Ja, dann mach doch mal das hier. Ich wusste gar nicht, dass Bullen meutern können. Unglaublich, dass sie ihre eigene Sache umgebracht haben. Los zu ihnen. Los, Drax. Ich habe diesen Novakor-Verräter besiegt. Bis bei den Teufeln. Alter. Alter. Bruder, fuck, was geht jetzt ab? Oh. Ach komm schon! Verdammt! Jetzt wird's doch ein bisschen schwieriger hier, echt. Ich vielleicht doch mein Schild verbessern sollen? Vielleicht schon. Egal. Ich schaff das. Großer, 12 Uhr! Die Uhrzeit ist unerheblich. Da töten jetzt! Da töten wir jetzt! Wer sich widersetzt, muss getilgt werden. Oh, das war nix. Egal, probier's mit dem. Das war was. Okay, und jetzt alle drauf. Spüre meinen Zahn. Gleich gibt's Schnittchen. Wenn's nicht der Schuss ist, ist die Minen. Es schreit. Okay, dann wollen wir diesen Mist machen.
Sehr gut. Ha, und jetzt viel Glück mit deinem Meme. Scheiße. Komm schon. Scheiße, schon wieder daneben. Rocket! Entschuldigt meine Mangel. Bam! Ich werde immer dein Wingman sein. Peter Quill, entfessle dich gegen diese Narren. Aua! Alter! Sehr gut. Aua. Gut gemacht. Okay, 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 okay. Aua. Oh. Scheiße. Alter. Ich hab keine Ahnung. Ich kriege ordentlich aufs Maul. Ich muss... Scheiße. Oh mein Gott. Ja, Alter. Voll übertrieben, wie viel da kommt. Diese Minen und Buben und Bang, Alter. Boah, das ist nicht einfach. Okay, jetzt merke ich die Schwierigkeit langsam. Langsam kommt sie, die Schwierigkeit. Großer, 12 Uhr. Achso, kann ich nicht wegdrücken? Schade. Das ist wesentlich informativer. Okay. Wer sich widersetzt, muss getilgt werden. Zeigt ihn, Groove. Auf sie, Großer. Und einmal rein. Und einmal rein. Ich glaube, der Elektro-Traumator hat Priorität. Ziel ist ungeschützt, mehr Nova-Core. Wir müssen endlich. Ich habe diese Dachwinde so sachhaft. Alter, die sind viel stärker als ich, Alter! Ah, was? Schnappt ihr den jetzt? Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, aber... Ah, nein! Alter! Zweimal sogar! Ja, so bringt man den Vernunft bei. Ah, mach doch jetzt! Keiner wird's kommen sehen! Sehr gut. Los, Gamora! Jawohl, jetzt hat's geklappt. Oh. Der Große hat Minen. Beim nächsten Mal solltest du vielleicht ausweichen. Andere Gruppe! Oh. Was? Alter, wieso treffen die mich dauernd? Aua, Mann! Mach mal ein paar Platz, dass ich wieder Leben krieg, Alter! Quill hat's gerade erwischt. Komm schon! Und jetzt viel Glück mit deinem Team! Ich brauch mal... Ich brauch... Ah. Spar dir deine netten Worte für später, Quill. Bam! Ich noch nicht ab, kleiner Kumpel. Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt. Alter, sind das viele. Braucht das Team. Braucht das Team. Ich brauch das... Verflucht nochmal. Ich brauch das Team.
Warum krieg ich das nicht? Diese verflachten Minen können sich verbreiten. Oh, dein Ernst, Alter. Komm mal ran, komm mal ran, komm mal ran, komm hoch! Aua, aua, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich seh's kommen, ich bin gleich tot! Ich muss hier raus! Ah! Alter, wie viele bitte! Großer, 12 Uhr. Die Uhrzeit ist unerheblich. Ja, jetzt. Ah, das ist wesentlich informativer. Wer sich widersetzt, muss getilgt werden. Wer sich widersetzt, muss getilgt werden. Zeig die Ebrex. Triff deinen Schöpfer. Bombenlos. Du brauchst eine Abkühlung. Komm, wir boxen alle in ihn rein. Aua. Der Elektrochor-Soldat wird als nächstes weg. Ich bin gut. Endlich! Ich hab diese Dustling so satt. Drax, komm doch! Ich werde das genießen. Schon dabei. Nerven, Drax. Okay. Treib sie zusammen, Groot. Und bam! Die Deserteure haben Verstärkung angefordert! Ah, scheiße. Okay. Ah! Keiner so weit. Wie wenig der verliert einfach. Das ist unglaublich. Mit Inbrunst! Ja, Mann, schleuder ihn weg. Au! Oh, nice. Aua. Flucht noch mal, Alter. Ich... Bam. Ich bin Groot. Los, Gamora. Bam! Von diesem Nova-Feuer gibt's entschieden! Unterstützung! Der Feind ist hartnäckig! Das war echt knapp! Lasst uns kraftvoll weitermachen! Oha, jetzt läuft's gut! Wenn's nicht der Schild ist, sind's die Minen! Es reicht! Korrekt! Der Elektro-Vorsoldat wird als nächstes weg! Mach ihn fertig, Drax! Ja, Mann! Bam! Du bist dran, Großer! Tacken wir ihn! Ja, Mann, diesmal schaffen wir's. Nein, nein! Aua! Komm schon! Der Große hat Minen geworfen! Komm, noch ein Großer, hä? Okay, das war's. Au. Peter wurde getroffen. Kopieren. Was jetzt, Peter? Ich versuch, hier irgendwie durch sein Schild durchzukommen. Na, okay. 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 Alter, ich seh nichts mehr. Eingehacktes Gamora. Ja, mir auch. Dann wollt ihr diesen mistnasigen Soldaten mal ausschalten. Okay. Kann jemand die Minen hochgehen lassen? Wow. Alter. Groot! Hochjagen, Gottes!
Okay, jetzt aber. Jawohl. Gute Arbeit, sein Ende rückt näher. Aua. Aua. Lass das. Penner. Mach mal so. Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Ja, du hast ja gar keine Stärke hier. Danke für die Hilfe. Dafür bin ich doch da. Ah. Ja, da. Bam. Zack. Takedown. Woo. Den noch. Los. Batschen wir ihn. Yes. Yes. Geschafft. Alter, es war aber auch heftig. Ich glaube nicht, dass wir heute unsere Strafe zahlen. Oh, was du nicht sagst. Leute, Corells Schiff steht vor unserer Nase. Wir müssen einfach... Was? Was müssen wir einfach tun, Quill? Ein Haufen durchgeknallter Space Cops wollte gerade Konfetti aus uns machen. Und du willst ihnen eine Revanche anbieten, weil deine Freundin Stress haben könnte? Darum geht's überhaupt nicht. Und sie ist nicht meine Freundin. Sieht aber so aus. Rocket. Hier geht es nur um eins, dass wir unser Schiff zurückkriegen. Wir finden Corell und dann ist das alles nicht mehr unser Problem. Du hast recht. Dann ist es nicht mehr unser Problem. Weil wir nicht abgemacht hatten, dass wir durch die halbe Galaxie gehetzt werden von einem Erdtrottel, der mit Bullen kuschelt. Ich bin gut. Ach, komm schon. Echt jetzt, Corell. Schließ dich den Wächtern an, hat sie gesagt. Ist gut für deine Psyche, hat sie gesagt. Oh. Okay. Spitzt mal alle die Ohren. Groot und ich, wir werden uns jetzt vom Acker machen. Jeder, der eine Mitfluggelegenheit braucht, ist eingeladen. Und wer nicht, der kann zur Hölle fahren. Ich schließe mich dem Nager an. Wir haben's versucht. Können wir irgendwie rausfinden, wo die Hope hin ist? Warum zum Flak sollten wir das wollen? Es könnten Überlebende an Bord sein oder noch mehr von diesen... was immer die sind. Ich habe vor, möglichst viel Abstand zwischen uns, diesen... Rocket, komm schon! Selber komm schon! Ich hab dir gesagt, wir sollten gehen! Machen wir doch! Ich bin an Bord! Lass uns die Milano finden und... Eindringlinge in der Reparaturbucht! Und versuchen dabei nicht drauf zu gehen! Endlich mal was Vernünftiges von dir in diesem Zyklus! Okay. Durchsuchen Sektor 7! Die Eindringlinge müssen gefunden werden. Ich wusste, das war eine schlechte Idee. Hab's schon ein paar Sek entfernt gesehen. Du hast die Meuterei der gesamten Station vorhergesehen? Ich wusste, dass was schiefgehen würde. Das Bezahlen von Strafen kann nichts Gutes bringen. Aua. Okay, das ist keine gute Idee, immer zu kämpfen. Krieg immer aufs Maul. Dem irren Nova-Heini hab ich's gezeigt. Ha! Quill erledigt jetzt irre Bullen. Das ist Musik in meinen Ohren. Aua. Mach dich bereit, Bullen. In Stücke geschnitten. Sehr gut. Wir müssen jetzt wohl reinschleudern. Alter, wie viele von denen? Was ist mit denen los? Und bam! Von welchen verlassene Station? Ich wusste, dass sie nicht einfach verschwunden sind. Geht alle gebrochen! Jag irgendwas hoch, Rocket! Dann fühlst du dich besser! Oh, was ist das? Oh! Da ist ja auch einer! Na, da, da, dauer! Meinst du lieber, der Kohl versucht hat, mit seiner Ex zu schlafen? Ich bin bereit zu zerstören! Aua! Aua! Nein! Ich bin. Ich muss raus aus dem Ding. Hallo! Danke! Um zum Hangar zurückzukommen! Okay. Pack deine Smartbombe aus! Okay. Leute, Gruppe bilden! Leute, Gruppe bilden!
Jetzt muss ich aber schnell antworten. Ich bin Groot. Ich weiß, als würden sie wollen, dass ich sie hochjage. Und ich muss zugeben, immer wenn sie zerplatzen, gibt's ein wirklich hübsches Muster. Wir können heute nicht verlieren, Quill. Okay, wir verlieren nur, wenn wir... Jetzt malen wir das Schlachtfeld, Rocket. In unzähligen Schattierungen. Aber wenn wir zu aufgeregt sind, dann wird dieses Fest der Liebe, diese prächtige Euphorie, mit einem Mal verschwinden. Wer ist dabei? Okay. Das ist für... Erfolgreich. Aua. Verlassene Station! Diese Gänge werden kurz zu verlassen sein! Alter! Okay, es und geht ab! Aus okay! Mach dein! Wenn unsere Feinde sind, leuchten und das universelle Merkmal vom bösen Jungen! Na, ist alle kurz fertig gemacht. Können wir später darüber reden? Nice. Ich bin Groot. Ach, zumindest für den Moment. Wir sollten hier nicht warten. Mann, ich hätte nie gedacht, dass sich der Tag so entwickelt. Okay. War hier noch was? Komm schon, Rocket, du kannst nicht wütend auf mich bleiben. Willst du wetten? Nicht nach dem letzten Mal. Wie wär's, wenn du mich nicht noch mehr nervst, bis wir von diesem verflachten Rock runter sind? Okay, ich komme ja schon. Hey, du hast doch gesagt, wir müssen rauf, oder? Weiter rauf als das, aber es ist ein Anfang. Hier gibt's was zu holen. Ich hab nie gedacht, dass ich nochmal das Nova-Corps bekämpfe. Die sind nicht mehr Nova-Corps. Genau, das zählt nicht. Aber wer oder nice. Was sind sie? Was soll dieses Leuchten? Können wir uns einmal nicht einmischen? Oh, Groot hat ein neues Aussehen. Nice. Zieh mal ihn gleich um. Er hat jetzt einen Anzug. Cool. Noch was. Hier gibt's noch was. Aber ich weiß nicht, ob findet es... Findet die Eindringlinge! Niemand darf entkommen! Wie konnte das allwissende World Mind diesen Vorfall nicht vorhersehen? Es ist nur ein Computer, nicht Gott. Soweit wir wissen, steckt dieses verflachte Ding dahinter. Das bezweifle ich sehr. Ist es hier oben? Irgendwas übersehe ich. Also laut der Anzeige... Ist hier irgendwas, alle aber wo? Sehen. Alle glaubst du nicht, dass sowas Ähnliches jetzt auf allen Nova-Stationen passiert? Das haben sie davon, dass sie in ein systemübergreifendes Netzwerk eingestöpselt sind. Oder vielleicht passiert das nur, wenn die Verbindung unterbrochen wird. Hey, hier kommen wir durch. Ich bin Groot. Für dich reicht's. Zieh einfach den Bauch ein. Okay. Verfolgt die Ungläubigen. Alle müsst ihr Geschenk erblicken. Vielleicht ihr Geschenk? Ihrem Schiff zurück nach Xander, um Melder. Ja. Sieh mal. Beten Sie etwa? Was zur Hölle? Okay. Wo zur Hölle sind wir da nur reingeraten? Seht euch den Großen an. Der gehört doch nicht zu Nova. Das ist ein Zauberer. Seht, wie seine Magie zu dem Altar fließt. Es gibt überhaupt keine Magie. Komm schon. Gehen wir, bevor diese Durchgeknallten uns entdecken. Naja, Dr. Strange sagt was anderes. Über den unheimlichen Kult gestolpert. Ich sag's nochmal, das ist nicht unser Problem. Das wird es aber, falls sie Nova-Corps übernommen haben. Kein Nova, keine Strafe. Kein Problem. Okay. Wir sollten das vielleicht jemandem mitteilen. Erzähl's deinem Tagebuch. Kommt, hier runter. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich bringe lediglich Abstand zwischen uns und diese Irren. Diese Tür ist versperrt. Ich sagte hier runter. Ja, jetzt warte doch. Muss mich umschauen. Hier gibt's vielleicht noch was zu holen. Okay. Es gibt nichts zu holen. Schön, dass du dich uns anschließt. Was kann schaden, wenn man nachsieht? Was kann schaden? Oh, bezahlen wir einfach unsere Strafe. Sehen wir uns einfach mal um. Lasst uns mal über eine verflagte Kultmeuterei stolpern. Was ist denn mit ihm?
Warum kann ich das nicht? Es ist seine Schuld. Ich werde nie wieder mit ihm reden. Mit wem? Mit dir! Zu spät. Groot, sag Mister noch einen Raum, dass ich mit ihm fertig bin. Ich bin Groot. Okay. Würdest du... Ja, ich kümmere mich um die Tür. Jemand muss uns ja hier rausbringen. Ah, das ist ja richtig hier. Am Rage. Was? Oh. Nimm das. Schmeiß den scheiß Ding hoch. Sehr gut. Aua. Aua. Ah. Aua. Bam. Zack! Bam! Es tut mir leid, okay? Okay, 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 okay! Nein, nein, nein! Hoffentlich haben sie die Milano nicht gefunden! Bam! Die Nova-Kur-Spinner erledigt! Ja, so ist mein Leben! Wow, Groot hat eine Special Attack gehabt! Nice! Aber nicht schlecht. Aua. Gamora. Mach den da oben kalt. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Scheiße, ich hab nicht aufgepasst wieder. Irgendjemand hat mich wieder von hinten attackiert die ganze Zeit. Sollten das vielleicht jemandem mitteilen? Erzähl's deinem Tagebuch. Kommt, hier runter. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich bringe lediglich Abstand zwischen uns und diese Irren. Schön zu sehen, dass du zur Ab... Würdest du... Ja, ich kümmere mich um die Tür. Jemand muss uns ja hier rausbringen. Oh! Tilt die Ungläubigen! Verplagter Mist! Kann denn gar nichts klappen? Ja. Alter, die sind voll stark. Mann, und ich dachte, normale Centurions wären übel. Diese Betrüger gehören nicht zum Nova-Korps. Hoffentlich haben sie die Milano nicht gefunden. R734 PL. Hörst du das? Hässlicher Sniper, Alter, echt. Ah, das war nicht so gut. Hab ich alles im Kopf? Verstanden? Auge im Kopf? Hab ein von den Nova-Core-Irren ausgeschaltet. Alter, verpiss dich! Aua! Räum sie weg! Apropos, tot von oben! Mal sehen, wie es ihm gefällt! Rocket! Ich mein Drax! Jawohl! Rocket! Volles Programm! Ach, scheiße! Dann müssen wir aufzutreten! Nein! Ja. Wie wär's, wenn ihr Jungs einfach weitergehen? Jawoll. Machen wir seinen Untergang. Aua. Na, scheiße. Ich hätte das noch aufhalten sollen. Ah, oh, kacke, Alter. Jetzt kommen wieder diese Drecksminen. Stirb, ehrenvoll! Vielleicht hat der Zauberer ihnen besondere Kräfte verliehen. Bam! Zack! Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Fangt ihn! Bomben bringen gar nichts. Lasst uns ihn zuerst aufhalten. Jetzt! Das ist physikalisch unmöglich. Bam! Schild ist kaputt! Gute Arbeit, ihr zwei! Ich glaube, die Minen machen uns keine Sorgen mehr!
Nice. Alles für dich, Chris. Ich grüße dich, Toh. Apropos Tod von oben. Sehr gut, Peter Quill. Die Oben werden stark. Etwas Unterstützung, bitte! Du solltest dich darum kümmern, Peter! Und BÄM! Das war's! Während ich mich um die Tür kümmere. Sicher, dass du sie aufkriegst? Musst du bei jedem Schritt an mir zweifeln? Hab ich nicht! So, okay. Gehen wir! Ich hab nicht gezweifelt, ich bin nur... Klar! Diese Türen wurden verbarrikadiert. Jemand hat zumindest versucht, Widerstand zu leisten. Hat ihm wahnsinnig viel geholfen? Das wissen wir nicht. Es könnten noch andere auf der Station sein. Oder es waren die Überlebenden, die mit der Halas Hope geflohen sind. Waren wir im selben Aufzug? Nova hatte kaum einen Schuss abgefeuert, als die Leuchtjungs sie niedergeknallt haben. Gamora hat recht. Zumindest hoffe ich das. Sie können nicht alle tot sein. Sind sie auch nicht. Die meisten haben die Seite gewechselt. Aber einige müssen doch entkommen sein. Ist das... Tun wir einfach so, als hätten wir nichts gesehen. Klar, können wir endlich gehen. Ups. Ups. Der arme Kerl. Er ist einfach vorbeigeflogen. Können wir irgendwie rausfinden, wo die Hope hin ist? Warum zum Flak sollten wir das wollen? Es könnten Überlebende an Bord sein. Oder aha, noch mehr von diesen... Ich habe vor, möglichst viel Abstand zwischen uns, diesen Ort und das verflagte Schiff zu bringen. Okay. Na dann, los geht's. Okay, Hangar, wir kommen. Wie zum Flak lautete die Docknummer? R73-4PL. Meinst du das ernst? Immer. Du bist meine neue Lieblingsperson, Muskelpaket. Nein, nicht wirklich. Da ist sie. Komm zu Papa. 4PL, fertig. Okay, Bucht ist klar, fahre Stege aus und... Flak! Was denn? Die Klemmen lösen sich nicht. Diese Irren müssen sie gesperrt haben. Kannst du das deaktivieren? Das wäre dann aber eine schlampige Sperre. Ich kann sie starten und die Triebwerke warm laufen lassen. Aber die Klemmen müsst ihr manuell lösen. Okay. Okay, die Klemmen lösen und nicht sterben. Alle Gläubigen sofort zum Zentralhangar. Niemand darf ihrem Licht entkommen. Überlass uns dieses Pack. Dann setzen wir dich auf die Klemmen, Peter. Okay, ich schieße auf die Klemmen. Eine erledigt. Ja, jetzt komm schon. Wie wär's, wenn du sie... Bitte sie fest, Groot. Hey, Rocket, kannst du uns ein paar Songs von der Milano besorgen? Ich bin nicht ein Fan. Das war die nächste. Okay, ich suche noch die Systeme der Milano. Wo sind meine Songs? Aua. Ich hab deine Karate. Ja, komm, noch welche. Aua, Mann. Machst du kaputt? Schnitt. Zack. Und Schnitt und Action. Ich hab diesen Psychopathen da in den Dreck! Ich werde ihre Knochen brechen! Scheiße, ich komm da nicht hoch! Erze! Wo ist die nächste Klemme? Au! Ich wüsste trotzdem gern, was es ist! Wo ist die Klemme? Hä? Ach, da! Kann jemand gut sagen, dass ich wirklich nicht mehr wirken kann? Oh, ich muss weg hier! Aua! Dem irren Nova Heini hab ich gezeigt. Diese Abtrünnigen gehen nicht nach. Es wird Zeit, dass jemand mit Hände spürt. Seh nix, Alter. Ich muss es flimmert alles. Ich wusste, es würde dir gefallen. Es tut auch nicht weh. Nicht sehr. Alter, wo ist denn jetzt bitte noch... Hier ist doch... da drüben. Du verpasst den ganzen Spaß, kleine Bestie. Hör jetzt bloß nicht auf! Bam! Okay. Uah. Hast du es auf, Team? Und anscheinend wissen sie es. Einmal... Wuhu! Komm ich hier irgendwie rüber? Ja, das sieht gut aus. Jawohl, geschafft. Ich hab sie. Vorsichtig. Willst du selber machen?
Abend, Olli. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und wir sind raus.